testen wir Renault als Polizeifahrzeug Elektromobilität. So, als Verkehrsminister muss man ja alle Vorschriften auch einhalten hier, mit anschnallen. Sehr löblich. So. So, mit uns im Fahrzeug. Ja, Sie haben vorne. Ist Herr Martin von Renault, der dem Minister im Zweifel auch mit dem einen oder anderen Tipp gibt, wenn es nicht gleich funktioniert. Sie sehen direkt vor Kamera auch, wie das Fahrzeug einschlägt. Ja. Und es hat auch ein akustisches Signal im Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb, so bis zur Datei sich genommen. Okay. Als Fußgängerschutz reingeht. So, dann gucken wir mal, wie der beschleunigt. Ja, geht doch schon ab. Sehr gut. Also ich meine, wir müssen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Elektromobilität in Sachsen ist ja nicht nur eine Sache der Bürgerinnen und Bürger, sondern dass wir jetzt natürlich bei der Polizei die Bürgerpolizisten ausstatten, ist ein gutes Zeichen, dass wir auch als Freistaat beim Thema Elektromobilität nicht nur reden, sondern auch machen. Wir sind Automobilland und auch Automobilland der Zukunft heißt, unseren Standort Sachsen zu stärken beim Thema Elektromobilität. Stichwort stärken, was hat es gekostet, der ganze Spaß? Ja, wir haben zusammen mit den Bayern ja ein Schaufenster Elektromobilität gehabt und aus diesen Mitteln sind wir jetzt in der Lage, 2 Millionen für diese Fahrzeugflotte zur Verfügung zu stellen. Und da greifen wir doch den Kollegen aus dem Innenministerium und der Polizei gerne unter die Arme.